So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier auf Prima Paletti, wo unser Abenteuer noch in ein paar weitere Runden fortgesetzt wird, wo wir dann erstmal ein paar weitere Nebenaufgaben erledigen werden, hier und dort sogar noch ein paar Rätsel lösen und so oder so, ja, wieder einmal der 100% oder auch der 99%. Am Ende näher kommen werden. Tja, und sieh mal an, an der Stelle haben wir, wie es aussieht, auch noch was übersehen. An der Stelle haben wir anscheinend wirklich wieder mal was übersehen. Da oben haben wir sogar auch noch was übersehen. Hm, interessant. Wie viel kann man jetzt hier bloß übersehen haben? Okay, was haben wir? Brücke zur Finsterzeit. Das absolvieren wir jetzt, sag mal schnell. Das ist höchstwahrscheinlich sowieso wieder eine Mission, wo wir so schnell wie möglich ans Ziel gelangen müssen. Oder uns verteidigen müssen oder überleben. So oder so. Wir gehen das jetzt an. Anscheinend, müssen wir wirklich bloß Gegner besiegen. Tja, das ist jetzt, wie es aussieht, wirklich um einiges einfacher als erwartet. Es sind 10 Gegner. Die meisten Gegner sind, hier hinten. Frostbeulenschaden. Frostbeulen. Schleim. Ach, das werden wir doch hinkriegen. Ja, das werden und müssen wir hinkriegen. Los, meine kleine Armee. Tja, haut jetzt leider nicht gerade so rein wie geplant. Okay, mit übertriebener Angriffskraft kommen wir, wie es aussieht, jetzt hier erstmal nicht weiter. Oh.
Okay, mit übertriebener Angriffskraft sind wir jetzt erstmal hier wirklich nicht gerade sehr weit gekommen. Nix! Okay, allzu weit kommen wir jetzt anscheinend gesagt doch nicht. Es war bis jetzt ein bisschen übertrieben, was wir gemacht haben, aber jetzt sind erstmal alle Gegner hier an einem Ort versammelt. Das dürfte jetzt, sag, normal klappen. Auch nicht gut. Aber los, meine Robo-Untergebenen. Zum Einsatz. Okay, alles genauso gelaufen wie geplant. Gut, nicht alles so reibungslos verlaufen wie geplant, aber Level 21.
haben wir jetzt. Und somit sagst du sowieso auch eine weitere Planetenmünze. Gut, gut, gut. Alles verlief dann jetzt erstmal genauso wie geplant. Abgesehen davon, dass wir hier jetzt sogar auch nochmal wieder eine andere Fähigkeit brauchen, die wir bis jetzt noch nicht haben. Also wäre damit so oder so die 100% hier sowieso nicht machbar. Das, was wir allerdings machen könnten, wäre vielleicht, er sagt, die Suche nach den anderen Köpfen der Vogelscheuche. Also der Vogelscheuchen. Das wäre jetzt nun eigentlich eine machbare Sache. Denn irgendwo müssen die ja auffindbar sein. Und das eigentlich ja sogar hier in der Nähe irgendwo. Die können ja nicht so weit entfernt sein. Wir haben ja schon mal einen Kürbiskopf gefunden. Also einen Kürbiskopf. Die anderen dürften da ja auch nicht gerade sehr weit entfernt sein. Naja, da hinten ist ja auch einer. Okay, schon mal besser als nichts. In der Tat schon mal besser als nichts. So kriegen wir wenigstens eine weitere Erinnerung. Tja, immer mal wieder ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Aber hier in dem Bereich waren wir ja auch schon gewesen. Und dort drüben haben wir auch noch einen weiteren Kürbiskopf eingesammelt gehabt. Also gut, aber mit diesem Baum jetzt hier, den wir eben geschüttelt haben, damit... Warte mal, das war jetzt, er sagt, nicht der richtige Weg. Wo war jetzt, er sagt, die letzte Vogelscheuche gewesen, der einen Kopf gefehlt hat? Oh, da unten. So, daraufhin dürften wir doch auch noch eine weitere Planetenmünze kriegen, oder? Hm.
Ja, eine weitere Planetenmünze. Gut, jetzt erstmal wieder ein bisschen Fortschritt. In dem Bereich haben wir quasi erstmal alles so ungefähr abgearbeitet. Dann machen wir jetzt erstmal die andere Mission mit Bowser und Rabbit Luigi. Keiner bringt köstliche Desserts in Gefahr, während ich in der Nähe bin. Ich kümmere mich darum persönlich. Wir sind nicht wegen des Kuchens hier, Rabbit Luigi. Zum Glück freut sich Bowser auch schon auf den Kampf. Wenigstens einer, der die Sache ernst nimmt. Aber, Rabbit Luigi, wenn ihr zufällig über gesalzene Honigknusperkrapfen stolpert, dann bringt welche mit, ja? Sollte es so sein, dann werden wir welche mitbringen. So oder so ist jetzt auch der ideale Augenblick, denke ich, gekommen, wo wir Claudius Rex... Oh, verdammt nochmal. Ja, wir könnten theoretisch Claudius Rex jetzt auch mal nutzbar machen, würde ich mal sagen. Die Teamverwaltung muss jetzt erstmal aktiviert werden. Und ja, eigentlich müssten wir hier was ganz anderes machen. Vor allem natürlich ziemlich viel Chaos, wie es mir scheint. Tja, so können wir es ja sag auch mal machen. Okay, meine Roboter werden, sag wie es aussieht, jetzt erstmal nicht weiter verstärkt. Gut, Zeit für weitere Anpassung. Extra Raserei. Wurde angepasst. Gut. Ist jetzt immerhin besser als nichts. Wartet, oder wie sieht's jetzt hier aus? Problematischer. Wie sieht der Sack jetzt hier noch aus?
bisschen Schockschaden würde, sag ich jetzt sowieso nicht schaden. Nein, wir müssen jetzt erstmal wieder zurückgehen. Okay, es geht ja einfach nur darum, ein paar Augen hier zu plätten. Okay, das ist jetzt ein klitzekleines bisschen falsch, muss ich zugestehen. Tja, geht es, sag so auch. Vorausgesetzt natürlich, meine Robo-Koopas erledigen er, sagt. Jetzt hier den Rest. Okay, wir haben, sag jetzt schon... Warte mal, das ist jetzt auch nicht so gut. Ich sehe dich. Wirf dich um!
Okay, jetzt haben wir es ja so bloß mit Goomba-Truppen zu tun. Oder auch noch nicht mal ganz. Tja, der Sieg ist auf jeden Fall auf unserer Seite jetzt gewesen. So wie es von Anfang an zu erwarten war. Dieser Bauer wird's einfach nie lernen. Er versucht immer noch, Gelee-Bananen anzubauen. Tja, wer's will, wer's versuchen will, der soll's dann mal tun. So, ansonsten haben wir jetzt eigentlich auch immer noch die Mission hier, die Heilers zu besiegen. Insgesamt 3 an der Zahl. Wird ja eigentlich im Großen und Ganzen ja auch keine große Qual. Es sei denn natürlich, wir nehmen erst den richtigen Weg. Da ist auch keine Qual wert. Also gut, da hätten wir jetzt schon mal Heiler. Nummer 1. Für unsere nächste Mission. Und dann werden Sack Nummer 2 und 3 sicherlich hier auch noch irgendwo zugegen sein. So, gerade mal. Naja, wenn das Sack schon. Pass! Tja, wenn das er sagt, passt, dann passt es. Anscheinend will er, sagt Bowser, keinen Teamsprung. So wie es aussieht. Machen. Ja, das stimmt, in der Tat. Ganz ohne Verluste. Zählt das denn jetzt, sag auch, als Sieg über die Heilers? Ja, da bräuchten wir jetzt, sag, noch 2 weitere.
Donuts! Gut, da brauchen wir dann in der Tat nur noch zwei weitere Heilers. Tja, und damit machen wir uns jetzt sowieso auch schon mal auf den Weg zu einer weiteren Mission, die jetzt vielleicht auch ein bisschen interessanter werden würde. Und als nächstes wollen wir uns also doch mal dran kümmern, einen Spark mal wieder fürs Team zu rekrutieren. Und wo wir also schon mal dabei sind, Mario bräuchte jetzt also an der Stelle auch mal wieder einen Spark. Nehmen wir, sagt dann auch mal den Toxi-Shaker mit. Los geht's! Und los geht's! Das geht doch gut. Domino-Effekt. Das war dann jetzt wirklich ein bisschen zu einfach. Tja, das war ja in der Tat jetzt ein bisschen zu einfach. Aber gut ist. Tja, die Heilerjagd wäre damit der Sack wirklich schon fast wieder mal abgeschlossen. Flitz Donuts! Hoppala! Okay, mal sehen, wie wird denn das Ganze hier weitergehen. Oh yeah! So oder so, wir werden uns die nächste Planetenmünze schnappen. Das ist ja klar. Oh yeah! Spitze! Gut, Waldemars Werkstatt. Waldemars Werkstatt, okay. Ja. Ein weiterer neuer. Okay, die Finsterzeit beim Holzschoppen. Ja, sollten wir vielleicht erst gleich auch mal einen Angriff nehmen. Aber zuallererst einmal müssten wir jetzt erstmal hier versuchen, den letzten Heiler zu finden. Und da ist er auch schon.
Den letzten Heiler haben wir dann schon mal da. Und so kümmern wir uns im nächsten Part mal um eine etwas interessantere Mission mal wieder. Finsterzeit beim Holzschuppen. Besiege Claudiusse. Tja, in der Tat ein bisschen anspruchslos. Aber okay, Claudius gegen Claudius. So machen wir es. Tja, so und nicht anders. Na gut, das war's dann jetzt erstmal auch mal wieder. Au! Hey! Wow! Ab geht's! Wish! Los, fein! Nächste Schlacht gewonnen. Minimale EP, aber eine gute Ausbeute. Also gut, liebe Leute von heute, damit hätten wir jetzt also auch... Ich wollte schon sagen, die nächste Planetenmünze hätten wir damit auch erhalten. Tja, und damit wären wir jetzt wieder am Anfang der Geschichte angelangt. Und ja, als nächstes, wie schon gesagt, die Finsterzeit am Holzschuppen. Die müssen wir dann, sag mal, im Angriff nehmen. Und dann, sagst du sowieso ja auch noch den weiteren Spark uns besorgen. Das Kriegsbeil begraben. Diese zwei Sachen wollen wir dann, sag mal, im nächsten Part mal schaffen. Ehe wir uns dann, sag zurück in den verwunschenen Wald begeben. Und damit sage ich dann mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Wo wir dann, ja, das Kriegsbeil begraben werden. Die Finsterzeit beim Holzschuppen beenden und. Bis dann und ciao, bis dann.